Okay, hallo Leute. Es geht einmal wieder weiter mit dem Tefeuille-Ruder. Das ist ein Prototyp. Der Prototyp ist dafür da, um zu gucken, wie man sowas bauen kann. Ich habe das hier so gemacht, dass hier ein kleines Plaströhrchen eingesetzt ist. Und das Plaströhrchen ist dafür da, dass dort eine Stange durchgeht. Das Plaströhrchen kommt da unten raus und es ist genügend Platz, um hier hinten das Foil bewegen zu lassen. Das Foil ist hier unten aufgeschnitten und wie du siehst, ist es nicht gerade. Das ist, damit das Ganze ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Und über diesen Schlitz kann ich später einen Draht einführen, der das Ganze schön solide hält. Ich probiere das einmal zu zeigen. Da ist das Loch. Und hier ist ein kleiner Haken. Ich denke, man kann den ganz gut sehen. Und der ist dafür gedacht, dass er hier reinhakt. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, ändert sich das Profil. Das Ganze geht mir noch viel zu schwer, deswegen werde ich das Ganze noch mal etwas leichtgängiger bauen und da würde ich euch gerne für mitnehmen. Ich habe jetzt das Ruder angeschliffen, das habe ich jetzt mit einer Grippzange festgemacht und habe die ganzen kleinen Löcher noch nicht aufgefüllt. Weil das werde ich mit dem Epoxidharz machen, womit ich jetzt einmal das Ganze laminieren werde. Das werde ich so machen, dass ich mir ein Stückchen Folie nehme, hier das Gewebe drauf mache und dann die Folie mit dem Gewebe hier oben rüber, so oben rüber drapiere. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich werde berichten. So, ich habe das jetzt laminiert und wie man sieht, ist hier überall noch ein bisschen Luft drin. Unter der Folie und zwischen Gewebe und Bauteil ist überall Luft. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas machen, um die Luft daraus zu bekommen. Hier oben sieht man das wundervoll. Da. Und da dachte ich, wir packen das einfach in einen Vakuumsack. Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? So sieht das Ruder aus nach dem Vakuum. Da ist noch schön Luft drin und hier oben ist auch noch Luft drin. Da ist Luft drin. Hier klebt ein bisschen von dem Klopapier, was ich als Vakuumvlies benutzt habe. Aber was ganz gut ist, die Oberfläche, die sieht ganz gut aus. Ich denke, das kann man einigermaßen sehen. Da sieht man es einigermaßen. So, was ist jetzt passiert? Warum liegt hier hinten das Gewebe nicht ordentlich an? Das Problem ist wie folgt. Hier kommt mein Vakuumschlauch und den habe ich hier vorne in die Tüte, in der Tüte gehabt. Da war das Ruder so dran. Das Bild, das könnt ihr jetzt hier genau sehen. Und ich habe den Vakuumschlauch zur Heizung getan. Und damit die Heizung auf 5 stehen kann, und das hier alles schön warm wird, habe ich hier vorne leider den Schlauch abgeknickt. Und so kommt natürlich kein Vakuum mehr. Tja, das bedeutet, das war ein Satz mit X. Jetzt ist die Frage, nutzen wir das noch und machen das fertig? Wir können das ja alles einfach anschleifen und ein bisschen schöner machen. Oder schmeißen wir es weg. Hier oben habe ich noch mal was gesehen. Da kann man noch mal sehen, das sieht nicht so gut aus. Da ist richtig die Gewebestruktur zu sehen. Tja, liebe Leute, das war's erstmal für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.